Für die Bronchien, Magen-Darm-Störungen und eitrige Wunden habe ich hier den Gundermann gefunden. Das ist der Gundermann. Jetzt erhältlich. Vor deiner Türe. 100 Gramm, 0 Euro. Nur solange der Vorrat reicht. Hallo, mein Name ist Timo. Ich bin Ernährungsberater und studiere Pflanzenheilkunde. Und in den nächsten 20 quälenden Minuten verheize ich mein komplett gesammeltes und vor allem dünnes Material über den Gundermann hier, Lippenblütler, Glichoma, Hederaceae. Falls du es schaffst, dich 20 Minuten wach zu halten, erfährst du alles. Inhaltsstoffe, wie diese sensationell in ihrer Gesamtheit wirken, und zwei, drei Rezepte habe ich ebenfalls noch dabei. Los geht's, wie immer, nach dem besten Intro auf ganz YouTube. Viel Spaß! Mutter Natur hat sich übertrieben viel Mühe gegeben und ein Rezept für uns zusammengestellt. Die Natur stellt nämlich ihre eigenen Rezepte zusammen. Und hier haben wir zuallererst natürlich den Hauptdarsteller in diesem Video, den Gundermann. Umringt von goldene Taubnessel, Brennnessel, Löwenzahn, Vogelmiere, Ehrenpreis, Schaboxkraut, Schaumkraut, also Knoblauchsrauke da hinten. Also die Natur stellt ihre eigenen Rezepte zusammen. Und ich sag mal so, die Salatbar ist eröffnet. Wir geben jeden Tag Geld für tote Lebensmittel aus. Das sind lebendige Lebensmittel, produzieren Sauerstoff, während du diese isst. Voller Nährstoffe, die höchste Nährstoffdichte, die du finden kannst. Auch ich habe früher Geld für Brötchen ausgegeben. Ich war dumm wie ein Stein. Das ist halt, ich spreche nur für mich. Seitdem ich das für mich entdeckt habe, ist meine Glücklichkeitskurve rasant nach oben angestiegen und nie wieder in den Keller gefallen. Die Aktie steht, und zwar hier oben. Eingekauft habe ich hier unten. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen mit Wildkräutern und die ganze Sache hat mich so nach vorne katapultiert, dass ich unbedingt mehr Menschen abholen möchte, genau dieses Erlebnis mit mir zu teilen. Diese Freude für die Natur. So wertvoll. Also, um es wie immer, ich versuche es jetzt auf den Punkt zu bringen. Mutter Natur hat einen Salat für uns zusammengestellt. Kommt raus essen. Wir kommen zu Botanik, Freunde des Gundermanns. Und wir fangen mit der Tatsache an, ähnlich wie beim Veilchen, der Gundermann wächst in Teppichen. Ein Grund, dass er in Teppichen wächst, ist wieder die Seitensprosse. Bedeutet, wir haben ein Exemplar, von dem Exemplar ausgehend eine Seitensprosse und ein neues Exemplar. Und das passiert in einer Art Lichterkette, sag ich mal, mit vielen Pflanzen aneinandergereiht, kann bis zu 2 Meter Seitensprosse, Pflanze. Und genauso bildet der Gundermann Teppiche. Ich hoffe, dass ich das gut erklären konnte. So aneinanderhängende Pflanzen über Seitensprossen miteinander verlinkt für die jüngeren Leute. So, genau. Und ja, wie gesagt, bildet Teppiche, gehört hier, Glichoma Hederaceae ist der lateinische Name, gehört zu den Lippenblütlern, der Gundermann. Und Lippenblütler immer vierkantiger Stängel. Sieht man das? Mal kurz reinzoomen hier. Genau, da sieht man den vierkantigen Stängel. Sehr, sehr gut. So, und wenn man das nicht sieht, dann kann man das sehr gut erfühlen. Ganz genau. Ebenfalls Lippenblütler, immer aromatisch, immer ätherische Öle. Zerreibst du den Gundermann zwischen den Fingern, nichts riecht wie der Gundermann. Tatsächlich sehr, sehr wertvolle ätherische Öle. Dann kommen wir. Das Blatt an sich ist, Momentchen, herznierenförmig, Signaturleere. Ne? Kann bei Nierenerkrankungen, Nierensteinen, könnt ihr den Gundermann ausprobieren. Wie gesagt, wir wissen nicht alles über die Pflanzen. Wir sollten uns ausprobieren. Der Rand ist gekerbt. Dann kommen wir zu den wunderschönen Lippenblüten. Da gehen wir mal rein. Gehen wir mal noch näher. Oh, wo ist er? Da. Oh, ist ein bisschen zu nah. Jetzt haben wir gleich ein Röntgenbild. So, wir haben die Lippenblüte. Die ist zygomorph. Ne, habe ich in meinem Veilchen-Video erklärt, was es ist, für die Leute, die es interessiert. Und wir haben eine doppelte Unterlippe. Sieht man sehr, sehr gut. Und die hat immer einen dunklen, ja, Purpur-Fleck. So ein Muster. Diese Blüte auf der Unterlippe.
schaut euch diese schöne Blüte an. Guckt euch mal das Innenleben an. Also sie hat eine sehr weite Ausbuchtung, diese Lippenblüte. Ich würde als Insekt auch da reingehen. Es sieht echt schön aus. Da ist auch Nektar drin. Da oben, diese hellen Flecke, seht ihr die? Das sind die Staubbeutel. Was ich hier auf jeden Fall schon mal sagen möchte, ist Folgendes. Und zwar, jetzt festhalten. Der Gundermann ist für die meisten Tiere, Hunde zum Beispiel oder Pferde, giftig. Da Tiere aber meistens cleverer sind als wir, essen die Tiere auch nichts vom Gundermann. Sieht man ja. Der Gundermann ist nicht angeknabbert und wenn, dann war der Timo hier. Und das bedeutet, der Gundermann wächst in unserer Nähe auch gerne in der Stadt. Wegesränder, Auwälder, auch an Waldrändern und der kommt zu uns. Und das sagt mir definitiv, dass wir von dieser wunderbaren Pflanze definitiv zehren sollten. Wenn du, ganz ehrlich, wenn du 2 bis 5 Blätter am Tag vom Gundermann zu dir nimmst und das mal 2-3 Wochen machst, dann spürst du den Gundermann. Er stärkt dich, er regt den Stoffwechsel an, also auf die Wirkung gehen wir ja gleich noch gezielt drauf ein. Einzelne Inhaltsstoffe aus dem Gundermann wurden in Verbindung mit Krebszellen erforscht. Natürlich nicht am Menschen, die Pflanzen sind viel potenter als wir glauben. Viel, viel potenter als wir glauben. Und eine vorbeugend gesunde Ernährung über Mutter Natur, über Wildpflanzen, schützt dich natürlich vor sämtlichen Krankheiten. Deswegen sage ich vorbeugend von den Kräutern profitieren, die sich uns zeigen. In der Masse. Ne? Wahnsinnig wertvoll. Wir kommen zu einer Besonderheit in diesem Video. Das werde ich jetzt in Zukunft häufiger mal machen, dass ich euch die Inhaltsstoffe, die einzelnen sekundären Pflanzenstoffe nahe bringen. Also ganz nah. Die werden euch richtig auf die Pelle rücken, sodass, wenn ich über bestimmte Pflanzen in Zukunft sprechen werde, ihr die Wirkrichtung selbst ableiten könnt. Das ist nämlich zauberhaft. Wir haben hier in dieser Pflanze Lippenblütler. Lippenblütler immer aromatisch, bedeutet ätherische Öle. Und diese ätherischen Öle wirken fungizid, also pilztötend, durchblutungsfördernd, beruhigend, vor allem natürlich antibakteriell und auswurffördernd. Es kommt natürlich auf die ätherischen Öle an, wie stark diese sind. Es gibt sehr, sehr starke ätherische Öle, zum Beispiel im Thymian, das Thymol oder Menthol aus der Pfefferminze. Dann haben wir, was kennen wir noch? Eugenol, natürlich aus dem Oreganoöl. Es gibt sehr, sehr potente ätherische Öle, aber gar keins ist zu verachten. Und hier haben wir wertvolle ätherische Öle, die definitiv gut für dich sind. Dann haben wir Terpene, Triterpene, Sesquiterpene und diese gehören zu den Bitterstoffen. Und Bitterstoffe generell regen die Verdauung an, fördern den Appetit, wirken gallenflussfördernd, ganz genau, magensaftfördernd und ebenfalls durchblutungsfördernd, wärmend und stärkend. Boah, habt ihr das gehört? Hier ist alles voller Angler und ich habe keine Ahnung. Die sind zwischendurch, da knallt es. Ich glaube, die fischen noch mit Dynamit. Kennt ihr das wie im Schwarzwald? Auf jeden Fall, da kommt der Zug. Ja, ist eine gute Geräuschkulisse hier. Den hört man bestimmt. Auf jeden Fall, ich bin ja eher der ruhige Typ und ich schmeiß sogar mein Altglas in Papiercontainer aus Lärmschutzgründen. Also ich versuche auf jeden Fall was zu tun für diese Gesellschaft. Dann haben wir wertvolle Gerbstoffe. Adstringierend, also zusammenziehend, stopfend, blutstillend wirken diese Gerbstoffe und vor allem keimhemmend. Und da erkläre ich ganz kurz den für mich sehr, sehr interessanten Wirkmechanismus. Diese Gerbstoffe, vor allem sehr gerbstoffreich, Eichenrinde oder Galläpfel, wurden früher genutzt, um Tierhäute zu konservieren, also um Leder herzustellen. Und was passiert da ganz genau? Diese Gerbstoffe gehen mit Eiweißstoffen von lebender und toter Haut und Schleimhaut unlösliche Eiweißverbindungen ein. Ganz genau, wodurch die Wasserbindungskraft verloren geht und keine Keime mehr wachsen können. Und das passiert auch in unserem Körper, wenn wir Gerbstoffe zu uns nehmen. Wirken also keimhemmend, super wertvoll. Dann haben wir natürlich Flavonoide. Und Flavonoide, eine riesengroße Stoffgruppe, sind besonders herzstärkend, schützen unsere Kapillaren, also die kleinsten Blutgefäße, wirken durchblutungsfördernd, wirken
antioxidativ, antikanzerogen. Flavonoide sind eine sehr, sehr starke Stoffgruppe. Entzündungshemmend ebenfalls. Und wir haben Alkaloide in ganz geringen Mengen. Das sind stickstoffhaltige Verbindungen, die eine starke Wirkung auf unseren Körper haben. Alkaloide habt ihr sicherlich schon von gehört. Nikotin, Koffein oder Kokain. Alles bekannte Alkaloide. Und ja, da macht die Dosis eindeutig das Gift. So sieht's aus. So viel zu den wertvollen Inhaltsstoffen des Gundermännchens. Jetzt haben wir eine ungefähre Ahnung, wie wertvoll diese Pflanze ist, wie diese Pflanze wirkt. Also auf jeden Fall antibakteriell und entzündungshemmend. Ganz, ganz klar. Krampflösend, antioxidativ. Sicher. Schleimlösend und auswurffördernd. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, stärkend, wärmend. Wir müssen uns über kurz oder lang für Dinge öffnen, die nicht schon in Büchern niedergeschrieben sind, sondern wir müssen die Pflanze vielleicht auch mal ganz unvoreingenommen konsumieren und in uns hineinhören, wie diese Pflanze hier wirkt. Und dieser kleine Kracher hier wirkt auf jeden Fall stärkend und wärmend. Insgesamt kann die Pflanze angewendet werden, wie zu Anfang des Videos erwähnt, auf jeden Fall bei Atemwegserkrankungen, Bronchitis, Magen-Darm-Störungen, auf jeden Fall bei Gallenstörungen auch. Und ja, bei Hautstörungen, natürlich Wunden, adstringieren, wie gesagt, zusammenziehend, die Gerbstoffe wundheilungsfördern, dementsprechend bei Wunden, auch im Mund, also Schleimhautentzündungen im Mund, Zahnfleischentzündungen, auch Mundgeruch kann diese Pflanze angewendet werden. Zahnschmerzen auf jeden Fall. Probier dich ganz gerne aus. Ich habe ein paar Studien gefunden, zum Beispiel in Sachen Leber schützend. Wirkt diese Pflanze ebenfalls. Bei Osteoporose kann diese Pflanze auch angewendet werden. Sehr, sehr stark. Und dann habe ich noch eine Menschenstudie gefunden. Also das, was ich euch gerade erzähle, dieses Wissen stammt von Tierstudien, Erfahrungsheilkunde, Volksheilkunde, Überlieferung. Und eine Menschenstudie habe ich tatsächlich gefunden. Was meint ihr, was hier an Potenzial drin ist? Eine Menschenstudie gefunden. In Verbindung mit Pigmentflecken. Deswegen sage ich, theoretisch darf man nur das an Wissen teilen, was wissenschaftlich belegt ist. Und ich glaube, die Wissenschaft ist gar nichts gegen Erfahrungsheilkunde oder was in alten Büchern steht. So sieht's aus. Sochen, Freunde, jetzt möchte ich euch ganz gerne drei Möglichkeiten an die Hand geben, um von dieser wertvollen Pflanze zu profitieren. Möglichkeit Nummer 1, folgende. Und gleichzeitig auch Mantra auf diesem Kanal. Vorbeugend konsumieren, wenn die Pflanze sich dir zeigt. Ich empfehle 2 bis 10, je nach Organismus, Blätter am Tag zu konsumieren und mal in sich hineinzuhören, wie die Pflanze auf dich wirkt. Ob die Pflanze dir taugt. Ganz genau. Und definitiv wirst du gesundheitlich davon profitieren. Sie wird dich stärken, sie wird dich von innen wärmen, sie wird dir Kraft geben. Da gehe ich fest von aus, so wirkt diese Pflanze bei mir. Aber gerne mal in dich hineinhören, ausprobieren, mal 1-2 Wochen. Diese Pflanze, wenige Blätter, sehr, sehr kräftig, sehr, sehr aromatisch. Deswegen reichen wenige Blätter aus. Und dann mal teilen mit uns, wie diese Pflanze auf dich wirkt. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Dann kann diese Pflanze angewendet werden als Badezusatz. Habe ich noch nicht gemacht, aber so gelernt. Du kannst 5 Hände voll frisches Gundelrebe-Kraut nutzen und aufkochen mit 5 Liter Wasser. 5. Und das Ganze lässt du 10 Minuten ziehen. 5 plus 5 sind 10. Zugedeckt ziehen und gibst dann den Sud, also du seist es ab, und das gibst du dann deinem Badewasser hinzu. Das ist super wohltuend für die Gelenke, für die Muskeln und für unsere Nerven. Stärkt unsere Nerven tatsächlich. Als Badezusatz der kräftige, aromatische Gundermann. Und die letzte Möglichkeit, dazu werde ich gleich die Kameraperspektive ein wenig ändern und in die Perspektive gehen, dass ihr mir auf die Finger schauen könnt. Wir werden jetzt ein Wundkräuteröl herstellen. Ein Wunder-Wundkräuteröl. Ganz genau. Das werden wir jetzt mit dem Gundermann zusammen herstellen. Super einfach. Wir kommen zum praktischen Teil, Freunde. Und wie ihr seht, es ist genug vom Gundermann da. Deswegen habe ich einiges gesammelt. So sieht's aus. Und wir werden jetzt zusammen ein Wunder-Wund-Kräuteröl herstellen. Dazu brauchen wir ein kleines Weißglas zum Verschrauben und eine Menge Gundermann, denn den stopfst du in das Weißglas,
gucken, ob das reicht, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar ordentlich. Also da muss ein bisschen Druck drauf sein. Ruhig ein bisschen reinstopfen. Wir haben hier schon die optimale Menge. Ja, vielleicht noch so ein Müh. Genau. So. Dann verschrauben wir das Glas und stellen es ans Fensterbrett, aber auf jeden Fall ins Licht, in die Sonne, wenn sie sich denn zeigt. So sieht's aus. Du kannst vom Gundermann natürlich auch eine Tinktur herstellen. Du kannst dir einen Tee machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich finde den Gundermann tatsächlich pur zu essen, so wie er sich zeigt, da bin ich absolut, ich bin Fan davon, die Pflanzen zu essen, während sie Sauerstoff produzieren. Einfach für mich sind das dann lebendige Lebensmittel. Genau. Und dieses Fertige, beziehungsweise du stellst es in die Sonne, ans Fensterbrett, dann bildet sich auf dem Boden eine helle Flüssigkeit. Die kannst du abseihen. Am besten durch ein feinmaschiges Sieb, sagen wir mal, damit die Pflanzenteile aussortiert werden und dass du nur noch die helle Flüssigkeit hast. Die kannst du dann kühl und dunkel lagern. Zum Beispiel im Kühlschrank. Und dann kannst du mit dieser hellen Flüssigkeit, mit dem Wundkräuteröl, mit dem Wunderwundkräuteröl, kannst du tatsächlich deine Wunden bestreichen, wenn du welche hast. Und dann hilft der Gundermann dir dabei, dass die Wunden schneller heilen. Genau, der hilft deinem Körper bei der Selbstheilung. Du kannst auch probieren und mir gerne berichten, ob bei pigmentierter Haut, ob bei Altersflecken dieses Wunderkräuteröl ebenfalls hilft. Ja, so sieht's aus. Wer sich zum Thema Altersflecken interessiert, in meinem Brunnenkresse-Video stellen wir zusammen, ebenfalls beziehungsweise erkläre ich, dass Senföle, wenn du dir eine Tinktur aus Brunnenkresse oder Kapuzinerkresse herstellst oder Gartenkresse, dann kannst du diese Tinktur nutzen, um ja, Altersflecken entgegenzuwirken beziehungsweise die aufzuhellen. Aber Altersflecken, das mal kurz am Rande, sind immer ein Zeichen von fehlenden Antioxidantien. Deswegen lang zu! Langt zu, gönnt euch, esst von den Kräutern, die Nährstoffdichte explodiert. Ich verschenke einen Monat lang Spaß, Freude und Gesundheit mit meinen drei Kollegen Chaga, Reishi und Shiitake. Ja, das sind Kollegen von mir. Pilzextrakte, Freunde, in einem Präparat. Und diese wirken, um das mal kurz übers Knie zu brechen, ja, immunstimulierend, immunmodulierend, psychisch und physisch ausgleichend. Antibakteriell, entzündungshemmend, also Pilzextrakte ziemlich weit vorne. Können unseren Wildkräutern nicht das Wasser reichen? Doch, es ist die Natur, Freunde. Absolutes Bioprodukt, laborgeprüft und sehr zu empfehlen, das mal auszuprobieren für sich. Diese kannst du gewinnen. Lösungswort ist Herr Gundermann. Herr Gundermann, das war's. Und für diejenigen, die es ausprobieren möchten, alle meine Nahrungsergänzungsmittel und auch das Pilz, Vitalpilzextraktpulver verlinke ich unter dem Video. Und jetzt, Momentchen. Sochen, bevor ich jetzt gleich die Socken scharf mache und nach Hause fahre, liegt mir noch was auf dem Herzen. Das möchte ich jetzt mit euch teilen. Wie gewohnt. Ich könnte ein bisschen ausschweifen, denn ich muss ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, ich habe irgendwann mit meiner 8,50 Mark Kamera vor Jahren im Wald angefangen, Videos zu drehen, neben dem Studium, um diese Freude, dieses Glück, dieses Profitieren von Mutter Natur, die mein Leben gerettet hat, aus dem tristen Alltag, mit anderen Menschen zu teilen. Und jetzt kommt's, egal wie viele. Und ich habe mich damals wirklich über Monate und Jahre über hunderte Menschen gefreut, die ich auf irgendeine Art und Weise abholen konnte. Das war der Keim, den ich eingepflanzt habe. Und daraus wird jetzt ein Pflänzchen. Und du bist Teil dessen. Und für mich, und ich komme jetzt direkt zum Kern, und zwar für mich hat diese Sache langfristig nur Sinn, wenn du dich nach meinen Videos besser fühlst. Verstehst du, was ich dir damit sagen will? Die Sache hier hat keine Zukunft, wenn ich die Leute auf irgendeine Art und Weise unterhalte und die Menschen dann weitermachen wie bisher. Ich möchte jeden Einzelnen tatsächlich in die Eigenverantwortung bringen, gut zu sich zu sein. Ich habe keine Ahnung. Du auch nicht. Wir haben keine Ahnung,
wie weit die Sache uns voranbringen wird, inwieweit wir die Welt ändern können. Ich habe aber nur hier angefangen, um den Leuten einen Mehrwert zu bringen. Wenn wirklich die meisten von euch sagen, pass mal auf, ich mache jetzt aus und gehe raus und schau mal, was ich da so finde. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Kanal hier, die Kamera und ich in Symbiose mit euch als Zuschauern, wir gehören alle zusammen, wir sind alle miteinander verbunden, dass wir ordentlich was reißen können, dass wir die Welt verändern können. Ich glaube tatsächlich, Sinn des Lebens, ein Sinn des Lebens für mich, habe ich für mich entdeckt, ist immer bewusster zu werden. Und bewusster zu werden ist immer erleuchteter zu werden. Und erleuchteter zu werden bedeutet, mehr Licht in sich hineinzulassen, sich selber zu erkennen, zu wissen, wer man ist und das auch nach außen zu tragen. Und das mache ich in diesen Videos. Ich kann sein, wer ich bin. Ich kann sein, wer ich bin. Und ihr habt Freude daran. Und wenn ihr rausgeht, im Einklang mit der Natur lebt, um davon zu profitieren, in den Verzicht geht, was diese verrückten Dinge, über die wir auch oft sprechen, in meinen Videos angeht, worüber ich in naher Zukunft ein Video machen werde, Fasten, ne? Fasten, um den Geist zu stärken, wird Inhalt dieses Videos sein. So, so wertvoll, hat mich so nach vorne gebracht wie Meditation. Aber wenn ihr in die Eigenverantwortung geht und diese Freude, die ich in der Natur habe, ist genug Freude für alle da. Wenn ihr das mit mir teilt, indem ihr rausgeht, indem ihr wirklich gut zu euch seid, dann werden wir wahrscheinlich was reißen, wovon ich und du, wovon wir keine Ahnung haben. Und in diesem Gefühl lebe ich. In diesem Gefühl habe ich mich mit meiner 7,50 Mark Kamera in den Wald gesetzt und ein Video gedreht. Voller Freude, genauso wie ich das jetzt mache. Dieselbe Freude, das zu tun, was ich in dem Augenblick mache. Und wenn ich am nächsten Tag auf meine Zuschauer geguckt habe, wie viele haben mein Video gesehen, und es waren 98, waren das 98 Leute. 98 Leute. Heute sind wir 98.000 Leute. Wenige Jahre später. Wo geht die Reise hin? Ich habe keine Ahnung, aber ich hätte übelst Lust darauf, dich zu drücken, bis du deine Bluse nochmal bügeln musst. Kennst du? Ne, kennst du nicht. Auf jeden Fall hätte ich richtig Lust darauf, dass du rausgehst, um von der Natur zu profitieren und das so gut wie jeder macht, der dieses Video sieht, der meine Videos schaut, und dann werden wir zusammen ordentlich was bewegen und das Endergebnis, darauf können wir uns freuen. Wir können also jeden Tag mit dem vorausschauenden Gefühl leben, dass was Gutes passiert. Wie ich in meinem letzten Video gesagt habe, ist immer besser, mit positiven Dingen an die Sache ranzugehen und was Gutes zu erwarten. Ne? Kurt Tepperwein. Ja, wo ist er denn? Um das Ganze hier jetzt abzuschließen, um auf den Punkt zu kommen. Ich liebe die Natur, ich liebe Wildkräuter. Und wenn ich es schaffe, in mehr Menschen, beziehungsweise dass mehr Menschen diese Liebe in sich entdecken, denn jeder trägt diese Liebe zur Natur in sich, wir sind die Natur, dann weiß ich nicht, wo das hier endet. Tatsächlich nicht. In diesem Sinne ist Zeit rauszugehen und esst die Lebensmittel, für die keine Werbung gemacht wird, und lass mir ganz gerne meinen Lohn da. Da würde ich mich freuen. Habe die Ehre.